Yes, we are super shadow fighting the pose を見せてやろう。その美しさにさ、刻まずくがいい。Hi und willkommen, mein Name ist dann NiroLP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge sind wir ja durch Namek doch ein bisschen herumgestreift, haben Dragon Balls gesucht mit verschiedenen Charakteren, mit Son Gohan, mit Krillin eigentlich nicht, aber mit Vegeta noch. Und ja, jetzt sind wir hier auf der Flucht vor Vegeta, weil ja, der hat jetzt gemerkt, dass wir seine Dragon Balls stibitzt haben und das findet er, glaube ich, jetzt nicht so dolle. Wir uns jetzt wahrscheinlich hier den Hals umdrehen dafür. Und ja, ich sag aber, wir machen jetzt erst einmal ein paar Nebenquests. Saban haben wir auch erledigt mit Vegeta. Und ja, guck mal, was hier noch jetzt los ist, ne? Ja, okay. Das ist unglaublich. Was ist unglaublich, Bulma? Ist das nicht offensichtlich? Wir sind in der absoluten Pampa. Ist das denn schlimm? Ja, hier ist meilenweit kein Material. Anders gesagt, jemand muss suchen gehen. Son Gohan muss unbedingt schnell zum Oberältesten. Also, wollen wir nicht genug Material und ist sehr unzufrieden. Finde, was sie braucht. Okay. Egoistische Bulma. Ist okay, Krillin. Wir schaffen das, wenn wir uns beeilen. Stimmt wohl. Immerhin brauchen Bulma nicht etwas, womit sie arbeiten kann. Okay, Bulma, wir holen dein Zeug. Was brauchst du? Bevor Son Gohan dich zur Vernunft bringen konnte, holt mir Alien Weißflosse. Okay, das könnte sogar nicht so lange dauern, ehrlich gesagt. Zum Glück habe ich schon ein bisschen gefischt, ne? Habe ich nicht schon? Ich glaube, eine Flosse fehlt mir noch, ne? Habe ich schon. Wir sind fertig. Das ging aber schnell. Die Suche gut gelaufen. Wir haben. Muss nicht suchen, mehr oder weniger, bitte schön. Mehr oder weniger. Oh, da ist perfekt. Danke. Ja, so schnell geht's. Sehr gut. Krebsbrot und Megamasse. Ich sage euch, wenn wieder was fehlt. Wir sind kein Lieferservice, weißt du. Entschuldigung, muss kurz aufstoßen. Ja, so schnell kann es gehen. Ausgezeichnet, gut. Kann man weiterempfehlen die Quest. Ja, zum Glück habe ich mal so ein bisschen gefischt, ne? Einfach so zum Spaß, ne? In der letzten Folge und Erze abgeschossen und so, ne? Man weiß ja nie. Okay, aber was glaube ich, nee, da war was. Joink. So, dann gucken wir mal, da ist noch eine Quest irgendwo da. Ja, wer gerade clean folgt mir mal. Okay, hier ist nichts. Oh, hier ist er. Wir sagten ja. Hey Mann, Name ist genauso schieben wie in den Broschüren. In der Tat, hier ist es so friedlich und ruhig. Mir gefällt es hier wirklich. Was macht ihr hier? Ja, endlich treffen wir die ersten Namekianer. Warum bist du in der Kampfpose? Was? Ach nein, wir sind keine. Oh, ihr Namekianer seid ja wirklich niedlich, was? Also, das ist jetzt einer von euch hat Haare und der andere nicht. Bei unserem Volk gibt es wohl sehr viele verschiedene Typen. Nein, wir sind keine. Vergiss es, Son Gohan. Es hat keinen Zweck, mit denen zu reden. Die sind hier in ihrer eigenen kleinen Welt. Wir machen eine Tour des Universums. Das ist Planet Nummer 2432, den wir besuchten. 2432. Okay. Entschuldigung. Wirklich? Auf dem Planeten, den wir besuchen, sehen wir normalerweise keine Lebensform. Aber wenn wir doch welche begegnen, bitten wir sie immer, uns herumzuführen. Also könnt ihr zwar uns vielleicht alles zeigen. Wir wüssten es wirklich zu schätzen. Also momentan ist es etwas schlecht. Ja, sollte diesen Planeten hier verlassen. Es sind gerade ein paar echt gefährliche Typen hier.
Haha, beim Reisen gehören die Gefahren dazu, wenn man Spaß haben will. Oh, so ist es. Ich finde, diese Reise ist ganz gerade etwas aufregend geworden. Sektor sieht uns einfach nicht zu. Aber ich bin schon Meinung, dass Freezer und seine Schläger die beiden noch nicht gefunden haben. Vielleicht ist der Key zu schwach, um erfasst zu werden. Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, dass sie hier waren. Ja, aber mal im Ernst. Ihr müsst hier weg. Die Typen hier sind gemeingefährlich. Es klingt, als ob wir jetzt ziemlich viel zu tun haben. Das ist echt schade. Aber Schatz, zu zweit werden wir lange brauchen, um das zu finden, wonach wir suchen. Allerdings. Ach, was sucht ihr denn? Etwas, das Maristein genannt wird. Was ist das? Das ist ein wertvoller Edelstein, den man nur hier auf Namek finden kann. Laut Edelstein des Universums nach Rang ist er auf Platz 19, der seltensten Edelstein im Universum. Heißt das, weil ihr deswegen den ganzen Weg gekommen seid, geht es erst, wenn ihr ihn gefunden habt? Genau. Was sollen wir tun, Krillin? Was können wir tun? Wir können sie nicht einfach hier lassen. Was, wenn wir ihn finden und dann zu ihnen bringen? Ja. Sieht ein bisschen aus wie diese Bösewichte hier von Xenoverse hier. Wie heißt die nochmal? Tower und Mira. Okay, wir helfen euch, den Edelstein zu finden. Wirklich? Ach, das ist wirklich Sprite. Das war ein Glück, dass uns nette Namekianer über den Weg gelaufen sind, Schatz. Ja, bis jetzt haben wir noch keine gesehen. Was ist wohl mit dem passiert? Die schlafen. Aber wenn wir ihn finden, verlasst ihr diesen Ort sofort, okay? Natürlich, wir wollten uns auf unserer Reise noch viel andere Planeten suchen. Okay, habt ihr irgendeine Ahnung, wo wir diesen Maristein finden können? Das Radar auf unserem Schiff zeigte, dass er hier in den Bergen in der Nähe sein sollte. Mehr wissen wir nicht. Doch. Hier in diesem Gebiet? Okay, auf geht's, Green. Warum sind wir dann überhaupt am Helfen? Die können das doch dann selber finden, wenn das hier in der Nähe ist. Alles klar. Touristen, habe ich recht. Alter. So. Oder ist unser Chef? Unser kaputtes Schiff. Also das kann man doch ja irgendwie noch ausbeuten. Ich meine, Bulma könnte das doch locker reparieren, ne? Deswegen. Ich meine, in der Serie ist das Ding in Fetzen geflogen, aber hier hast du da so ein kleines, doch, da kann Bulma doch locker reparieren. Verstehe nicht, was das Problem ist. So, hier irgendwo. Natürlich sind ja wieder Gegner, die mir wahrscheinlich auf die Nerven gehen werden. Aber ja. Na, ich dachte, ich könnte durch die durchdüsen. Da muss man, glaube ich, wahrscheinlich ein sehr viel höheres Level sein. Das war auf der Erde ein paar Mal passiert. Das war nicht mehr, mit welchem Gegner und was für ein Level ich war im Vergleich zu denen, aber ich bin einfach durch die durchgedüsen, dann sind die einfach push weg gewesen. So. Ich bin mal am Boden. Also, das ist bestimmt unter Wasser oder irgendjemand, ne? Ja, Krillin. Deine Aura blendet mich. Ja, ich bin halt so stark, ne? Keine Ahnung, Krillin müsste jetzt zu diesem Zeitpunkt ja stärker als Son Gohan sein, würde ich jetzt mal raten, ne? Ja, was ist das? Stimmt da ganz oben, ne? Ich rate, der ist echt unter Wasser, ne? Pass auf. Hat er mich gesehen? Was kam, wo ist der Teil? Sagen wir jetzt nicht, da wird nicht auf der Karte angezeigt oder irgendwie sowas.
mal kaputt machen. Oh. Da, ich wusste es. Ich bin so gut. Das glaubst du gar nicht. Aber musste halt nur ein bisschen Zerstörung hier anrichten und dann ging das schon. So, zurück zu denen. Na, und diese Gegner. Böse Abklatsch, Bösewichte. Aha, was machen denn die zwei Deppen hier? Hätte nicht gedacht, dass sie hier draußen Touristen rumlaufen. In eurer Ort will ich nicht stecken. Wir haben gerade Befehle bekommen, alle auf diesem Planeten zu töten. Euch eingeschossen. Verabschiedet euch. Wow, ihr seid da ziemlich anfällig. Auffällig. Ihr gehört wohl zu seinen Bühnenshow. Ihr seid sehr talentierte Schauspieler. Was hätten wir euch geglaubt? Bühnenshow, wovon Säule redet ihr hier? Wen juckt's, pusten wir ihre Köpfe weg. Oh nein, Hilfe. Moment. Was ist denn jetzt? Wer bist du? Magst nicht ihnen ein Haar zu krümmen. Wenn wir kämpfen wollt, kämpft mit uns. Anscheinend gehören die Jungs von vorhin auch zu der Show. Du hast wohl recht. Viel Glück, Jungs. Legt euch ins Zeug. Bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Wir müssen sie schützen. Ihr seid hier. Wir sind hier. Wir müssen kämpfen. Dann wird das schlecht. Oh. Ja, ne, was eigentlich mit hier? Aua. Immer mein Super Masenko einsetzen. Hey. Sieht genauso aus wie der alte. Nehme ich mal an. Gibt keinen Grund, das alte jemals wieder zu nutzen. Ich glaube, der Strahl ist ein bisschen dicker. Oder? Ja, mein Masenko, da ist dicker geworden. Ah! Hat er gerade Freezer? Armee Super Kommando, willst du mich auf den Arm nehmen? Die haben keine Tiere. Fantastisch, was für eine tolle Show. Ich bin so froh, dass wir nach Narvik gekommen sind und so wunderbar unterhalten wurden. Es ist zwar keine Show. Son Gohan, es hat keinen Zweck, wenn sie uns bis jetzt nicht kapiert haben, werden sie es auch nicht mehr tun. Ach übrigens, habt ihr den Marisstein gefunden? Ja, das ist der, oder? Marisstein. Ja, da ist er. Ihr habt ihn gefunden. Er sieht genau wie in der Enzyklopädie aus. Ach, wie schön. Ein Glück, dass ihr ihn gefunden habt. Ihr zwei verschwindet jetzt von Namek, ja? Ja, wir reisen ab, wie versprochen. Puh, was für eine Erleichterung. Ursprünglich wollten wir 2 Nächte hier bleiben, aber wir verkürzen es auf 1 Nacht, auch wenn es schade ist. Was? Wir sollten zumindest 1 Nacht bleiben. Schließlich haben wir nur 1 Tag den Marsstein gefunden und eine tolle Show gesehen. Wer weiß, was uns morgen noch alles erwartet. Ja, morgen steht der Planet wahrscheinlich gar nicht mehr. Haha, in der Tat. Ach ja, bitte bestellt den Schauspielern von vorhin Grüße von uns. Sie haben gute Arbeit geleistet. Sagt ihnen, dass wir uns auf ihren nächsten Auftritt freuen. Hahaha. Mir fehlen die Worte. Ich gebe es auf, die 2. Lehre. Ach. Na gut. Gut, haben wir das erledigt. Können wir uns wieder auf wichtigere Sachen konzentrieren, ne? Zum Beispiel den Planeten retten, ne? Statt hier Touristen zu na. So, ich will mich auf den Inseln hier ein bisschen umschauen, aber zum Glück kommen die nicht mit Lichtgeschwindigkeit auf einen zugeflogen, ne? Also die Gegner. Das ist schon mal was, ne? Dann haben wir wenigstens so ein bisschen Zeit. Was passiert eigentlich hier so ein Ding, ja? Also kaputt machen, sehr gut. Was ist Nudelgratin? Meine Frage ist natürlich jetzt, respawn die Dinger oder sonst würde ich die schon alle gerne kaputt machen, ne? Aber
Ja, okay. Los, gehen wir zu dem alten Mann. Der Typ kann dich berühren und Dinge aus dir herausziehen, die du gar nicht für möglich gehalten hast. Und ich brauche einen Erwachsenen. Ich bin ein Erwachsener. Aber hier ist doch bestimmt irgendwas. Pass auf. Nein, ich bin enttäuscht. Ja, ja, Kalin, geh schon mal vor. Gerade Bitch gesagt. Bitch. Muss ich gegen Vegeta kämpfen? Name これは凄い。あの力を引き出してくれるって。はい。あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただ、それに対する抵抗感もおありのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。すいません。なんとか急げないですか？ 大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。はい。あなたは大きな力についてどう思いますか？ Ich versuche aber nachzudenken, was Son Gohan sagen würde. Sie hat mir Angst ein. So, das ne? Anata ni totte chikara to wa kowai mono kamoshiremasen. Desu ga anata wa sore dake dewa naku chikara no kanousei mo kanjite iru hazu desu. Dewa tsugi no shitsumon desu. Ich frage mich, was diese Fragen beeinflussen. Um Leute zu beschützen. Niemals, jederzeit. Nur wenn sie eingesetzt werden muss. So des. Skara wa hitsuyou na toki ni furu mono des. Nehmen wir an, das ist das, was Son Gohan so antworten würde. Anata wa chikara o ete nan no tame ni tatakaimasu ka? Jetzt Leute beschützen. Das Böse auslöschen, um Freezer zu besiegen, um alle wieder zum Leben zu erwecken. Ja, okay, das ist der Grund, warum er hier auf Namek ist, ne? Du beeinflusst bestimmt einige Werte oder so, nehme ich jetzt mal an, ne? Ja, wie viele Level ich bekomme oder Erfahrungspunkte, keine Ahnung. Irgendwann wird das schon beeinflussen. Es geht. しに平らしいな。この中から強い戦闘力か。そうか。カカロットも来てやがったか。ゲート。貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。で、でんで、すぐ皆に知らせよ。 得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。え？ね、ね、何者かがこの星に近づいてるって最長老様が。あ、きっと悟空だ。悟空。
Okay. Und da sind sie. Most underrated Bösewichte in dieser Serie, finde ich. Schon ist Sabon in ihr. Wir sollen nach Mando, Bata und Jace. Butter und Käse. Gehen wir so nach Kommando, Rikum und Guldo. Guldo war Joghurt, Rikum war Sahne. Und ja, Ginyo Kommando Anführer, Captain Ginyo, Milch. Okay, danke, Lord Freezer. Wir sind bereit, deine Fee auszutragen. Ich glaube, die haben das aus dem Englischen übersetzt, sonst müsste er ja sie heißen, ne? Aber you ist ja, heißt ja sowohl sie als auch du im Englischen. Also ja. So, jetzt kommt wieder mehr Action rein, habe ich so Gefühl. So, Hektik. Ungefähr die gleiche Aura. Okay, die tun wahrscheinlich jetzt auch nicht hier volle Möhre hier ihre Energie erhöhen oder so. So kann ich. Kann ich auswechseln. Alter. 54.000, der ist doch. Wie hoch geht denn die Werte, wenn die hochleveln? Ich meine, er ist jetzt 5 Level höher, ne? Krillin ist auch 5 Level unter Songo an. Er hat nur so Unterschied von 3.000. Er hat so einen Unterschied von
40.000. Das ist schon ein bisschen krass, Entschuldigung. Bin immer noch ein bisschen krank vielleicht. So gut. So, keine Quest, ne? Ne, okay. So gut, ist ja gut. So, noch gucken, okay. So. Wollen wir jetzt kämpfen wir mal wieder Gegner, die uns überlegen sind. Storymäßig. Jetzt haben wir ja mehr oder weniger immer gegen Gegner gekämpft, gegen die wir eigentlich schon so ein bisschen stärker waren, ne? So Vegeta gegen Dodoria, Sabon und so. Aber jetzt wird es ein bisschen gefährlicher, denke ich an. Oh nee. もしかすると、そいつがドラゴンボールってやつかな?後ろに5個。お前たち。Dragon Ball ist. Ja, Dragon Ball Z Abridged irgendwie besser vor. Irgendwie gemacht. What's a Dragon Ball? Gurdo. Sa, Waldo. Ja, vielleicht war er einfach nur schneller als sie. Weiß nicht, wie geht er sofort zu diesem Schluss kam, aber ja. お前たちの始末だ。ベジータ。お前は俺が痛めつけてやる。そりゃないですよ、義乳隊長。この前も美味しいところ持ってったじゃないですか。そうだったか。じゃあ、リクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。 俺は優しいだろ。最高っすよ。では、俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていく。これでフリーザ様はフローフシが手に入る。さてだ、グルド。お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。 Alles klar. Wir müssen jetzt eine Menge Kämpfe auf uns zukommen. Was geht? Gott. Okay. Gut gemacht, Krillin. Halt ihn auf. Wart. Gott. Ich werde eigentlich nur so aus Reflex irgendwie ausgewichen. Na, nicht schon wieder. Komm her. Schwer bist du auch nicht. Einfach meinen Angriff gekontert. Boom. Boom. Okay. Ich habe das meine Key wieder aufgefüllt. Ich hätte immer noch so viele Balken. Ich dachte, ich hätte ihn schon irgendwie so. Ich hätte ihn schon voll runtergeballert, ey. Der hat noch drei Balken. Ah, ah.
Oh Gott. Oh Gott. Okay. Schon gedacht, danach ist das vorbei. Aber was ist mit deiner Zeitanhaltung? Hast du keinen Bock darauf? Oder schon wieder mein Key aufgefüllt. Oh. Au, 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 au. Ja gut. Das war nicht, wo ich bin, aber ist auch egal, ne? Ach, die fliegen um den herum. Das ist ein bisschen nervig. Aua. Psychogenese. Ja. Zum Glück bin ich kein Gift-Pokémon. Obwohl ich bin Kampf. Nein. Er ist sehr effektiv gegen mich. Oh nee. Schon wieder. Oh Gott. Der feuert noch mal auf mich. Da, oh, diesmal hat es mich nicht erreicht. Nein. Au. Au. Das wird nicht, das wird schon wieder verknappt. Wir werden irgendwie, je länger der Kampf dauert, wenn die immer stärker, habe ich so ein bisschen die Gegner. Und der hält auch viel aus, ne? Der in seiner Abwehr so voll hoch, habe ich so gefühlt. Gott. Also kann er die Zeit nicht anhalten so im Kampf. Das wäre nervig. Sehr gut. Jetzt kommen. Warum wird eigentlich ich immer nur eingefroren? Was ist mit Krillin? Ja, wurde ich geheilt? Ich glaube nicht, dass ich schon so viele Dings hatte. Au. Na. Hör auf damit. Der lebt noch. Ja, jetzt aber nicht mehr. In die Fresse. Okay. Gut. Ja, eigentlich hat der Vegeta geholfen in der Serie, ne, aber habe ich jetzt schon so oft gesagt, ist klar. Da kann ja nicht 1:1 alles hier übernommen werden. あまり夢を見てんじゃないぞ貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが本当の地獄だ。ベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のシビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。 So, der gibt uns jetzt auch was, ne? So, wie geht er? Ich wollte schon sagen. Was mir wollen, weil ich noch keinen Schlag verpasst und sagt schon, ich bin sehr. Ich mache den aber mehr Schaden als Guldo, habe ich so ein Gefühl. Der macht mir auch irgendwie weniger Schaden. Weg, zu weit. Okay, den machen wir irgendwie ordentlich Schaden, habe ich so Gefühl. Das ist Level 27 ein bisschen zu heftig. Posen? Ah. Was kommt? Vielleicht spielt er noch jetzt gerade mit uns, ne? Oh nein, die Pose. Oh Gott. Er tut er doch irgendwie so drehen. Single
Oh Gott. Ausweichen, abwehren. Oh Gott. Gott, ah. Ja, komm her. Flieg auf ihn los. Warum fliegen so komisch? So. Jetzt können wir angreifen. Oder auch nicht. Hey, immer wenn ich gerade so einen Angriff habe, ne, dann machen die ihre Angriffe und mein Angriff wird abgebrochen, ey. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwie bin ich davon ausgewichen. Ja, sie macht gleich, ne? Nein, ha. Immer gleicher Kampf fängt immer voll easy an, ne? Dann hauen die voll rein, ne? Und ich bin so gut wie am Frecken. Komm, in die Fresse. Boom. Erst Rang. Mein Gott, habe ich viele Erfahrungspunkte bekommen. Okay, der Kampf war aber irgendwie einfacher als Guldo. Das hat Gesicht, ey. Sieht aus wie Homer Simpson gerade. Und ja.始めましょうか。ドラゴンボールよ。このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。 ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号がナメック星人にそれを聞き出さなくては。お、明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。大。あ、doch ja。私が言って願いの叶え方を図る。Mädchen, keine Ahnung, gibt's weibliche Namekianer? Ich habe noch nie gesehen, ne? Währenddessen tausende Kilometer entfernt. どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応三匹ともとどめを刺しておくがな。ん?なんだ今の?どこの宇宙船だ?悟空だ。やっと悟空が来てくれた。 So. Jetzt geht's jetzt richtig los. Warte mal, wollte mir auch nicht jetzt sagen, dass ich Son Goku spielen kann. Ich kann in dem Spiel Dragon Ball Z Kakarot spielen. Go. Go.
Das glaube ich, das, was auf seinem Rücken steht, ne? Go. Da weiß ich jedenfalls von Xenoverse, glaube ich. Heißen die Kostüme irgendwie so Go oder Kai. So, eine Menge Erfahrungspunkte. 27. Superangriff Genki Dama ist jetzt verfügbar. Shio Yubu Cell Game. Was? Soweit sind wir noch nicht, Leute. So. So, jetzt sieht Son Goku irgendwie voll anders aus, habe ich so ein Gefühl. Als am Anfang des Spiels, oder bilde ich mir jetzt nur ein. So, was wollte ich jetzt machen? So, Genki Dama kann ich einfach so. Ja, die Musik kenne ich. So, bei ihnen tun wir jetzt auch mal alles mal so sortieren. So, kam ja. Aber mal Genki Dama. Okay. Ah, dieses Lied. Ja, die kommen mir auch bekannt vor. Ich suche jetzt gerade noch, mich zu erinnern. Da ist irgendwas. Ja, stimmt. Ich meine, ich habe das in den Zellspielen gehört, das Lied. So, da liegt was. So, einsammeln. Einsammeln. Ich würde sagen, bevor wir gegen die Ginyu Force kämpfen, was übrigens ein besserer Name ist. Ich glaube, in der englischen Version nennen die gar nicht so oft so, ne? Ginyu Force. In der deutschen Version hießen die so. Okay, ich dachte erst, sind nur sehr wenige Lieder aus der Serie. Aber scheint doch noch Raum für einige zu sein. Für einige Lieder. So ein bisschen habe ich dieses eine Lied vermisst, was so, ich glaube, wie geht das japanisches Thema ist. So dünn, 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 dünn. Ja, ich glaube, das war so ein Saiyajin-Saga-Thema. Ne? So viel dazu, dass ich die Dinger ja. Okay, ich die Dinger auf Screen einsammeln. Ne? Kann ich überhaupt hier zu Namek zurück? Medaille in Mass. Okay, ich meine, das spricht man so aus. Ne? Vielleicht gibt es ja hier noch was zu tun. Oh, guck mal hier, eine ganze Menge lernen. Okay, dann sind wir hier noch beschäftigt. Super, Kamehameha, Schere, Stein, Papier. Stufe 3 erlernen. Warum gibt es jetzt zweimal? Oh, Schere, Stein, Papier, Schere, Schere, Stein, Papier, Papier. Alles klar. Machen wir das. Boom. Gut, machen wir die noch. So, machen wir Son Goku, Piccolo und Son Goku natürlich. Aber der 20, das wird ja wohl erstmal auf meinen Sohn drauf kloppen. Ah. Da muss man da wahrscheinlich wieder wie blöd sammeln erstmal, ne? Man die abfeuern kann. Genki Dama ist irgendwie immer voller blöde Angriffe. Dragon Ball Z spielen, ne? Entweder dauert halt immer voll lange, bis sie fertig ist, oder
irgendwie bringt die Attacke nie so in den Spielen. Also vielleicht hier ein Tenkai, nee, nicht Tenkaichi, Budokai, weil halt eine Ultimate ist oder so, oder ein Pfeilers, nehme ich mal an. Das ist jetzt auch mittlerweile früher Dragon Ball Z Son Goku. Ach, da ist die Genki Dama, okay. Die, ich habe die Genki Dama in meiner Hand, Genki Dama. Also die billig Genki Dama, sag ich mal. So, du, komm her. Du. Das ist auch Genki Dama. Oh Gott, er verfolgt mich. Dürfte mir doch eigentlich keinen Schaden machen. Genki Dama kann ja nur gegen Böses eingesetzt werden. Da machen wir direkt noch weiter. Gar keine KP verloren hier. So, ihr schon wieder. Nein. So kriege ich gar keinen Schaden, weil jetzt 7 Level unter mir sind. Okay, irgendwie bin ich da voll ausgewichen. Da ausgewichen. Da ausgewichen. Ich einfach allem aus hier. Na, komm mal her. Nein, der ist auch schon tot. Nein, das habe ich doch getroffen. Du bist so klein, du Zwerg. Ja. Da. Oh, der Soundeffekt. Doch, ich sehe gerade, glaube ich, ein oder zwei Balken weggehauen von dem. Gib mir deine Energie, boom. Hast du gerade mit einem Kamehameha meine Genki Dama annulliert? Was ist das denn? Ja, das macht zwei Balken weg. Vielleicht sollte ich das eher einsetzen. Ich bin betäubt. Das ist bestimmt der Angriff, den ich bekommen kann, ja, ne? Ja, nein, ich dachte, ich bin ausgewichen. Ja, die Presse. Ich habe keinen Bock mehr zu spielen. So, Einschlagangriff. Meteorschlag, Stufe 3. Nahkampfangriff mit hohem Schaden. Macht das Opfer beim Treffer zeitweise bewegungsunfähig. Wieso piekst du denn in die Augen mit Schere oder was? Arzt kam ja mehr gesteigerter Schaden. Ja, das brauche jetzt nicht. Das brauche jetzt auch noch nicht, finde ich. So. Gut, würde ich sagen, wenn mein Part hier bin ich noch weit entfernt von denen. Wo sind die da? Und diese Schiffe scheinen irgendwie nicht zu respawnen, oder bilde ich mir halt nur ein? Sollte man sich vielleicht auch mal dran kümmern irgendwann, ne? Gut, ich würde dann sagen, ich beende den Part dann hier. Da liegt, glaube ich, noch was. Nee, da ist so ein, keine Ahnung, so ein Schiff in der Nähe. Nö. Gut. Ich sagen, ich beende Party hier. In der nächsten Folge knüpfen wir uns. Hey, da kann ich mich doch schon ausruhen. Ha, 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 ha. Okay. Gut, dann beende ich die Party hier. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um das, um die Ginyo Force und retten unsere Familie und Freunden und Vegeta. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.